Yes, der Marc von Marcos Welt. Wir haben Oktober, ich habe ein neues Mikro. Das alte hat irgendwie einen Geist aufgegeben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch wirklich. Ich muss es aber. Ich habe es probiert, also bevor ihr es in die Kommentare schreibt. Gut, ist aber auch egal. Also, so geht's hoffentlich. Wir sprechen über Halloween, Süßes oder Saures, der Film von 2019 oder im Original Halloween at Aunt Ethel's. In der deutschen Synchro sagen sie immer Tante Ethel, wobei es heißt Ethel. Ich weiß es. Und ja, der Film ist ein absoluter Mist. Also es ist ganz übel. Wir machen das wie üblich. Erstmal meine Zusammenfassung des Films von der Handlung her. Dann kommt meine Einordnung und im Schluss natürlich mein Fazit. Ich versuche das mal runterzubrechen auf Viertelstunde oder so. Also, es gibt wie üblich in einer amerikanischen Kleinstadt die düstere Legende der Tante Ethel. Das heißt, da haben wir dann halt so eine nette Nachbarin irgendwo in dem Viertel, die wohl im Oktober anfängt, Kinder und auch Jugendliche zu verschleppen und die, ja, fehlen dann halt einfach. Die bringt sie wohl um bei sich hinten im Garten und macht dann leckere Kürbiskuchen oder irgendwelche Schokogerichte aus ihnen. Deswegen hat sie natürlich auch angeblich die besten Süßigkeiten und zu Halloween serviert sie die dann natürlich immer den anderen, die dann Süßes oder Saures bei ihr spielen wollen. Ja, dann hast du hier eine neue Figur, die Melissa heißt, soweit ich mich erinnere, und Mandy, und die hat noch einen Freund. Melissa kommt jetzt also neu in diese, sag ich mal, Clique dazu, die da auch alle in der Gegend wohl wohnen. Und ja, dann erzählt sie halt irgendwie die Mandy hier, guck mal, das ist die Tante-Edel-Geschichte und was, ist doch nicht wahr? Und das Übliche, es wird so ein bisschen aufgebaut, was da halt so passiert ist, eben angeblich mit Kinder verschwinden und so weiter. Dann gibt's eine Party im Vorfeld von Halloween. Melissa ist da dann halt irgendwie von ihrem Freund verlassen worden und, und. Aber alles nicht so dramatisch. Naja, also es nähert sich alles Richtung Halloween. Und jetzt möchten aber dringend, weil noch eine andere Freundin jetzt verschwunden ist, kurz vor Halloween, ja, von der sie nichts mehr gehört haben, Mandy und ihr Freund dringend bei Tante Ethel mal vorbeischauen, wie das denn bei ihr so aussieht, ob das denn wirklich so ist. Denn man konnte ja nie was nachweisen, denn keine Leiche, kein Verbrechen und so weiter. Und weil die ja scheibchenweise immer alle da dann verfüttert hat, ist es natürlich nicht nachweisbar. Ja, genau. Und Melissa ist jetzt dann halt irgendwie so rein, irgendwie zufällig mit dabei. Und jetzt, wo sie dann dastehen und das erste Kind und das zweite Kind reingekommen sind zur Tante Ethel, aber nicht mehr rauskamen, da werden sie misstrauisch und kommen jetzt, gehen wir mal raus. Melissa ist immer noch irgendwie dagegen, aber Mandy meint übrigens, meine Schwester ist auch schon von der weggemacht worden. Und der Freund von Mandy, ja übrigens, mein kleiner Bruder auch. Ja, und dann gut, bringen wir die Schlampe halt um. Gehen die drei halt einfach rein. Er schleicht sich von hinten, weil er eine Knarre hat, an. Die beiden sollen völlig unkostümiert bei ihr klingeln und dann reingehen. Und Tante Edel meint dann auch, ja, was sind das hier? Ihr habt ja gar keine Kostüme an. Doch, ich gehe als sie und sie geht als ich. Ja, dann macht Tante Ethel alle irgendwie weg, weil sie nämlich natürlich, bevor die beiden sich angestellt haben, doch schon den Knarrenjungen weggemacht hat. Und jetzt halt nur noch Melissa übrig bleibt, denn Mandy wird auch umgeschnitten. Ergebnis ist dann übrigens, ich muss als Tante Ethel immer 31 Seelen im Laufe des Oktobers zusammenkriegen für Halloween. Die muss ich opfern. Wenn das nicht passiert, ist halt vorbei. Was dann genau vorbei ist, ich bin mir da jetzt unsicher. Ich glaube, da habe ich im Moment nicht aufgepasst im Film. Ja, Melissa ist jetzt dann aber die 32. und damit ist jetzt sie verflucht, weil ist so. Und lacht Tante Ethel noch und dann wacht Melissa auf. Ach, war alles nur ein Traum. Schnappt sich ihr Handy, guckt drauf, ob das wie bei The Ring ähnlich ist. Nee, doch nicht. Also, ich kriege keinen Anruf und werde in 7 Tagen sterben. Nein, es geht anders. Sie läuft jetzt raus. Oh, guck mal, Post, ne? Dieser amerikanischen Briefkasten mit dem Häkchen oben heißt ja, da ist was drin und da ist jetzt irgend so ein Gekrakel. Du bist verflucht und das war's. Und sie steht mit dem Rieb da. Nein! Abspann. Jetzt kommen wir mal zu meiner Einordnung. Leute, ihr müsst euch festhalten. Das ist wild. Also, ich habe, glaube ich, noch nie in einem Film so viele Kritikpunkte in negativer Art gehabt wie hier. Der Abspann kommt nach der Minute 67. Wir haben einen 67-minütigen Film.
Dass er keine Preise gewinnt, ist mir ziemlich klar. Ich schaue mir halt auch mitunter mal so Studentenprojekte und Werke an oder eben auch Regiedebütarbeiten von eben noch Filmstudenten oder Jungregisseuren und die sind alle irgendwie schon auf einem anderen Niveau. Handwerklich fängt das Ganze hier ganz unten an. Der Schnitt ist grausam. Manchmal gibt es solche Anmutungen, wie so Parallelschnitte zu setzen, dass ein Bild viergeteilt wird, völlig ohne Notwendigkeit und wohl dramaturgisch auch nicht irgendwie, dass es das jetzt besser macht. Das heißt, es ist einfach nur grottig. Als nächstes hast du da manchmal so Schrägschnitte, wie auch in anderen Filmen. Manchmal dachte ich, ich gucke mir hier den Vorspann vom Denver-Clan an, war dann doch aber nicht so. Und dann hast du wieder Einstellungen, die erinnern einfach an irgendwelche, also vor allem, weil die mit so Schulmädchenuniformen gleich am Anfang vom Film rumlaufen. Du kannst es nicht unterscheiden, ob du dir gerade irgendwas hier, YouPorn oder wie es alles heißt, irgendwie anschaust oder ob das jetzt ein wirklich seriöser Film sein soll. Und dasselbe, jetzt komme ich mal zum Schauspiel, kannst du halt auch da sagen. Die deutsche Synchro ist gar nicht schlecht. Sie arbeitet genau das ab, was im Original gesprochen wurde. Sie konnten nichts besser machen, denn es ist nichts zu retten. Schauspielerisch sind die alle ziemlich verloren und liefern ungefähr so ein Laienschauspiel ab, wie ich jetzt hier im sechsten Take ohne Skript. Mit dem Unterschied, ich mach's trotzdem. Und das haben die auch getan, ja, und dafür sogar Kohle gewollt, ist egal. Also, ich würde es besser machen, jetzt mal ehrlich. Also, wenn er einen Film dreht und mich drin haben will, ich spiele euch da irgendwas, ist mir egal. Aber ich bin der festen Überzeugung, jeder von uns da draußen könnte besser Schauspiel abliefern, als das, was jeder dort in diesem Film getan hat. Dafür werde ich gleich noch ein paar Beispiele bringen. Jetzt möchte ich nämlich darauf eingehen, dass halt manchmal irgendwie so ein Film-Soundtrack vorhanden ist und dann wieder nicht. Und wenn er vorhanden ist, erinnert es mich eher an die 90er-Jahre Beowulf-Verfilmung mit Christopher Lambert von den Machern der Mortal Kombat-Filme aus dem Jahr 95 aufwärts. Heißt, dieser völlig unpassende Techno-Sound, vor allem wenn da irgendwie Leute sich gegenseitig durchschrubben. Und glaubt es mir, hier wird ganz viel geschrubbt. Für die, die die Analogie noch nicht verstanden haben, um dem YouTube-Deutsch-Algorithmus hier auch Rechnung zu tragen und nicht irgendwie abgemahnt zu werden für Wortwahl, hau ich jetzt einfach dann mal so ein paar schöne inszenatorische Fehlgriffe raus. Es gibt den Nebencharakter Ricky, der ist halt der Schrubber vor dem Herrn, denn in der Nachbarschaft, wo auch diese Mädchenklicke sich halt aufhält, da gibt's dann halt den jungen Ricky. Der steht einfach immer am Fenster, während sich die Mädels halt so jeweils umziehen und der schrubbt sich dann da halt ein. Das ist überhaupt kein Problem für die. Einige scheuchen den dann halt weg. Ach so, ja, die Mandy, ja, der macht das halt immer. Das ist halt der Ricky. Und Melissa geht auch mal, gibt's natürlich eine Duschszene, damit wir die nassen Glocken von Melissa sehen. Und das ist auch ganz wichtig. Wir sehen hier ganz viele Glocken, manchmal nass, manchmal trocken, manchmal blutig, manchmal nicht. Das ist irgendwie ganz wesentlich, vor allem läutende Glocken werden noch vorkommen. Dazu beschreibe ich euch gleich die zweite unterirdische Szene des Films, bei der du dich dann nach der Minute 21 wirklich fragst, gucke ich einen explizit als solchen definierten Hardcore-Porno oder ist es einfach irgendwo angesiedelt zwischen, ich habe mal Eis am Stiel gesehen, einen Dialog von Rob Zombie dazu geschnitten und versuche jetzt irgendwie noch was mit Halloween zu machen. Denn ungefähr so wirkt das ganze unfertige Machwerk kombiniert mit den Schnittarmutsfähigkeiten des Intro-Regisseurs vom Denver-Clan aus den 70ern, aufgehübscht mit noch Effekten von der Serie 24, wo ich diese Schnitte hatte, fehlt nur noch, dass die Zeit eingeblendet wird mit diesem Sekundensound. Ihr wisst schon, tip, 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 haben wir hier nicht. Also, gehen wir weiter auf. Was sind die weiteren unterirdischen Merkmale? Wir waren stehen geblieben bei den Porno-Anmutungen. Wir sind hier nicht mehr in dem Bereich Softsex-Film oder Sexfilm, sondern es ist kurz vor Hardcore. Wir landen halt wirklich hier, dass halt alle Frauen absolut blank ziehen müssen, immer in nahezu jeder Situation, egal ob es passt oder nicht. Wie gesagt, Melissa hat dann auch so eine Duschszene, wo da natürlich die Tür offen ist, also auch die Haustür. Das nimmt Ricky zum Anlass, mal reinzugehen und dann wird halt aufgelöst, dass er dann da steht und sie so an der Schulter fasst und dann halt so, ja, ist alles okay und so, was machst du hier? Und, man darf ja nichts sehen, man ist ja prüde. Und dann ist er halt wieder weg und sie sagt dann halt irgendwie zu Mandy am Telefon noch, ja, hier der Ricky. Und die so, ja, wie gesagt, der rennt überall rum, das ist der Ricky, der macht das halt. Die Sorglosigkeit und Achtlosigkeit, mit der auf welcher Ebene hier damit umgegangen wird, ist schon einfach bodenlos mit dem Thema grundsätzlich. Ja, dann geht's weiter, dass wir die fantastische Mandy und ihren Freund haben. Die lässt sich hier mal irgendwie von ihm richtig durchschrubben und
Dabei ist sie aber langweilig, während ihre Glocken auch ordentlich läuten, dass wir schön sehen können. Da nimmst du das Telefon in die Hand, ruft Melissa an, ey, willst du nicht rüberkommen? Und du denkst dir jetzt mittlerweile, wir sind angekommen irgendwo, wenn ich mich an die Friends-Serie, wer weiß es noch, als Ross mal den holländischen Pornokanal bekommen hat und die plötzlich irgendwie ganz andere Denkmuster hatten, so in die Richtung, du gehst tanken und die Tankwartin lässt dich nicht in Naturalien im Hinterraum zahlen oder du kriegst eine Pizza geliefert und die Pizzabotin möchte nicht dein Schlafzimmer sehen. Ja, so ähnlich bist du jetzt hier schon drauf, wenn Minute 21 ist es hier eben geschlagen hat und jetzt die Melissa vorbeikommen soll, weil irgendwie Mandy sich von ihrem Freund irgendwie schrubben lässt und die Mutter natürlich die Tür aufmacht, die noch eine größere Glocken hat als die Tochter und die dann auch erstmal erklärt, ja, heute Abend habt ihr Lust, also sie will mit ihrer Tochter und mit eben Melissa losziehen und entweder als Wingwoman fungieren und einen, auf den sie gar nicht steht, abschieben an dann zum Beispiel Melissa. Oder als MILF, und sie erklärt auch, dass sie weiß, was eine MILF ist. Das ist ganz wichtig. Und da ist schon ziemlich klar, Mutter will, ist genauso drauf wie, ja, hier rattig wie Nachbars Lumpi persönlich und Schmidts Katze von hinten und so. Also ganz, ganz hart, übel, unangenehm. Und jetzt bricht Melissa da die Unterhaltung auch ab, klopft dann an der Tür von Mandy, die dann sagt herein und dann macht die Tür auf. Das stört die auch überhaupt nicht, dass die Mutter draußen vorbeigeht und die sich jetzt immer noch weiter durchschrubben lässt. Hervorragend. Also, das ist einfach in keinem Film, der kein Porno ist, okay. Also wirklich in gar keinem. Das hat jetzt irgendwie keine inszenatorische Finesse. Hier liegt auch keine dramaturgische Notwendigkeit vor. Also, hier wird auch nichts in Bildern erzählt, außer jede Schauspielerin präsentiert, was sie hat. Und ja, lässt sich da mal durchäumeln. Also die Mandy vor allem, die hat es am rattigsten nötig in dem ganzen Film. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche hinter den Kulissen Geschichten da gegeben hat, dass das so, also ich weiß nicht, was mit den armen Menschen, die den Film gemacht haben, nicht stimmt. Jedenfalls geht es dann halt weiter, dass halt Schrubber Ricky natürlich am Halloween-Abend auch noch bei Tante Ethel vorm Fenster steht. Ja, also die kranke Sau kriegt es auch hin, sich bei Tante Ethel zu schrubben. Und die erwischt ihn und macht ihn natürlich gleich weg. Und das Erste, was sie ihm dann abschneidet, weil natürlich ist es so, dass sie die Kindermörderin ist, schneidet sie ihm erstmal seinen Schrubber ab und den zeigt sie uns dann auch fröhlich noch in die Kamera. Ich bin mir jetzt hier nicht ganz sicher, ob Silikon oder Latex, aber jedenfalls das Teil sieht verdammt echt aus, mit schlechtem Kunstblut unten dran. Also echt von der Form. Wenn man die Textur und so, ja, so nah ist das Ding an der Kamera. Also wir reden von so. Dann fragst du dich auch hier inszenatorisch, musste das dringend sein? Als nächstes wirft sie nämlich dann halt irgendwie wieder so Sachen, die gar nicht so gut aussehen. Wir sprechen hier von Hand, die die Gütequalität von einer 4 Euro im Woolworth erhältlichen hat. Ihr wisst ja, die gar nicht so schlecht aussehen, hier irgendwie abgeschnitten sind und dann stehen da diese Fortnite-artigen Knochen raus, weil das mit Realität auch nicht mehr viel zu tun hat, weil der Winkel schon nicht stimmt, wie die Knochen da rausgucken und vor allem, wie das möglich sein, na, ist auch egal, nicht zu tiefer beleuchten oder drüber nachdenken. Also haben wir jetzt hier schon wieder ein inszenatorisches Problem. Du fragst dich, gucke ich ein Porno? Erwarte ich überall Stroh und eine Erklärung, warum der da rumliegt und warum haben Leute Masken an? Aber es passiert nicht. Dennoch ist es so inszeniert, weil, wie gesagt, die Anfangsszene schon mit den Schulmädchenuniformen von Mandy und Melissa da reinkommt. Dann hast du diese schlimme irgendwie Schrubber-Szene plus MILF-Mutter und dann hast du noch Schrubber Ricky. Also, ah, das ist alles so unangenehm. Und jetzt kommen wir noch zu Tante Ethel, die auch für sich ein Problem ist, denn die ist einfach geschminkt das ganze Jahr über. Man sieht sie ja eben auch deutlich vor Halloween und die sieht immer gleich aus. Und da ist es halt wirklich, dass sie ja einfach wie so eine stilisierte Hexe, wie ich sie jetzt als aus dem Kasperletheater kenne, ja rumläuft. Dann hat sie eine Perücke an aus der Gütekategorie hier Wig Me Up, 20 Euro Amazon aus China mit diesen schönen polyester-silbrigen Haaren, die auch so schön glänzen. Und dann sitzt die Perücke nicht am Haaransatz, sondern auf der Haarlinie, sondern eine Nummer tiefer. Dass du auch wirklich weißt, also dass die Scheiße fallen, dass sie unglaublich schlecht aussieht. Und jetzt kommt ihr Schauspiel, sie macht den Mund auf. Man könnte Tante Ethel bedrohlich darstellen. Drehbuch, Regisseur und Schauspielerin oder eins davon oder eine Schnittmenge aus dem, haben sich aber dagegen entschieden. Die Bedrohlichkeit endet mit jedem Mal, wenn der Mund auch nur geöffnet wird von Ethel, denn sie spielt so, als ob es wirklich in einem Kasperletheater wäre. Es ist permanent so und dergleichen. Und
Das ist halt schon mal nervtötend. Es nimmt auch vor allem jeglichen Respekt vor irgendwas. Also man hätte sie zu einer Einsiedlerin machen können. Man hätte sie zu einer verschrobenen, irgendwo falsch abgebogenen Frau machen können. Vor allem wäre eine Entscheidung wie zum Beispiel bei Ledergesicht aus der Texas Chainsaw Massacre-Reihe schön gewesen. Hätte man bei Leatherface nämlich halt einfach irgendwie beschlossen, der muss jetzt mal was erzählen und reden. Die Figur wäre einfach tot. Das ist wie Jason oder Michael Myers. Das geht nicht. Hätte man Ethel weniger sprechen lassen oder vielleicht sogar gar nicht. Das wäre was gewesen. Hier haben wir einfach nur einen ganz schlimmen Kasperle-Aufguss aus dem Theater bekommen für Vierjährige. Und das ist halt einfach wirklich irgendwo zwischen Augsburger Puppenkiste mit Porno und Rob Zombie schreibt Dialoge für behinderte, verhinderte Dreijährige, die halt irgendwie sonst nicht, also so leichte sprachemäßig, die es halt sonst nicht verstehen würden. Also irgendwo da ordnet sich halt einfach das Gesamtbild ein. Dazu gesellt sich dann gerne mal der Schnitt in Kombination mit der Visionslosigkeit des Regisseurs. Habe ich Vision gesagt? Vision meine ich. Ihr versteht mich ja schon. Glaube ich, in der Summe ist der Film halt einfach nichts. Und ich habe selbst einfach gehaltvollere Dialoge und auch Schauspiel, wie auch Sexschauspiel gesehen, was jetzt halt Eis am Stiel anging. Hier möchte ich nur nennen, zum Beispiel Eis am Stiel 4 Hasenjagd. Selbst da hat Zachi Neu genauso abgeliefert wie auch Sibylle Rauch. Und da muss man sagen, das war im Vergleich einfach Edgar Allan Poe würdig, Thomas Mann-artig. Die Buddenbrooks wurden sexuell neu verfilmt, wenn ich mir dagegen einfach Halloween Süßes oder Saures von 2019 anschaue. Ein vollkommen schlimmer Film. Guckt ihn euch nicht an. Lasst es bleiben. Ich werde mir jetzt einen deutlich besseren Film anschauen aus dem B-Segment, aber sehenswert. Headless Horseman und das wird meine nächste Filmbesprechung. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid, um mal zu hören, wie ich hier Psychohygiene über ein wirklich schlechtes Machwerk abgeben muss. Und bis zum nächsten Mal.